möchte zunächst mal anfangen zu reflektieren darüber, wie ich zur Psychologie gekommen bin. Und das hat sicherlich mit einem genuinen Interesse am Menschen zu tun. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, warum Menschen sind, wie sie sind, warum sie sich unterscheiden. Jetzt nicht nur optisch, sondern es gibt Unterschiede in der Persönlichkeit und eben so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Was macht einen Menschen einzigartig? Warum sind wir eben alle nicht gleich, sondern warum sind wir so unterschiedlich in vielen, vielen Bereichen? Was das Thema Internetsucht betrifft, ist das ein Thema, was mich seit auch einigen Jahren mittlerweile umtreibt. Und das hat zum einen eben mit Beobachtungen im Alltag zu tun, die ich fast tagtäglich eben gemacht habe und nach wie vor mache. Nämlich, dass Leute es kaum noch aushalten, an der Bushaltestelle zu stehen, ohne auf ihr Smartphone drauf zu gucken. Sie treffen sich abends in der Kneipe. Sie haben sich verabredet, um miteinander zu sprechen. Was machen sie stattdessen? Sie gucken auf ihre Smartphones und reden nicht mehr miteinander. Und durchaus habe ich auch begonnen, meinen eigenen Konsum natürlich mal zu reflektieren und zu überlegen, was ist eigentlich noch ein gesundes Ausmaß und wo fängt vielleicht der problematische Gebrauch an, weil ich natürlich auch in meinem Arbeitsalltag als auch im privaten Leben eben diese neuen Medien sehr, sehr stark nutze. Sodass sowohl aus eigenem Interesse als auch Beobachtung eben dieses Thema für mich hochspannend geworden ist und nach wie vor ist.